So, Freunde, jetzt hier mal wieder Butter bei die Fische und ganz ernst bleiben. Spezi-Kran ist alles abgehakt und wir haben uns gedacht, wir haben uns mal wieder ein paar Outfits zuschicken lassen von euch oder ich habe mir Outfits zuschicken lassen. Haben wir da die besten rausgepickt und die schauen wir uns mal an. Willi, willst du gleich mit einem Highlight starten? Ja, genau, ja? Sehr gerne. Und ein kleiner Disclaimer, ich kenne die Outfits noch nicht. Also Vince hat sie ja schon rausgedeckt, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Und zwar eine alte Legende hier. In unserem jetzt Format. Kommt, warte mal, wie heißt du nochmal? Scheiße. Feature Wolf. Feature Wolf, Digga, ganz ja, genau so sieht's aus. Der Kollege hat mir ein Fit von sich geschickt, hier auf Jim Knopf angelehnt, auf jeden Fall. Sieht aus wie. Witzig, weil ich habe den schon gesehen. Der hat mich markiert auf Instagram und hab das gesehen und muss sagen, stabiles Ding, Alter. Ist auch gut. Der sitzt im Zug ganz weit vorne, der Große. Ich finde, ich weiß nicht, ob es der Edit ist, aber die Hose sieht so ein bisschen, hat so ein bisschen diesen Blaumann. Weißt du, was ich meine? Ja. Diesen Blaumann-Tick. So, vielleicht sieht es aber auch nur durch die Bearbeitung so aus. Ich finde, die Mütze cool, sieht man super selten. Oder zumindest sehe ich super selten. Ja. Ich weiß nicht, wie. Ist das so eine Schieber? Nennen wir das ist eine Schiebermütze, Schiebermütze genau. Ja. Und alles in allem auf jeden Fall ein richtig gelungenes Ding. Geile Boots. Steht ihm sehr gut, gut harmoniert gut für mich und ich find's geil. Also ich find's wirklich gut. Ey, safe bin ich komplett deiner Meinung und ich find's schön hier zu sehen, dass aus wenig Geld wirklich viel rausgeholt wird. Ist so eine Tasche? Ist auch so eine Crossback? Nee, ist so eine Leder, so auf so lehrermäßig irgendwie. Mhm, find ich gut. Da ist der Mathe-Test der letzten Woche auf sagen, jeden Fall noch drin. Das könnte auch mein Mathe-Lehrer sein, der damals genau so ja, zum aber stabil, ist. Also Feature Wolf auf jeden Fall Daumen nach oben von uns beiden hier. Grüße gehen raus an den Langen. Wollen wir eigentlich hier bewerten, oder? Naja, haben wir ja jetzt, oder? Daumen nach oben, Daumen nach unten. Ach, so, wollen wir Punkte noch geben? Ja, ich meine, das ist ja dann vielleicht nochmal gut für die Leute zu hören, was wir da für Punkte geben. Wollen wir auf 5 oder wollen wir 10? Machen wir 10 und dann kriegt Feature Wolf eine 7,2 von mir. Eine 7,2? Okay, ja. Cool. Na, von mir kriegt er eine 8 von 10 auf jeden Fall. Runde Zahlen hier auf jeden Fall. Machen wir weiter. Würde ich sagen, gehen wir mal hier rein in die Damenwelt. Und da hat mir Angelina.cxm, also ich gehe mal davon aus, dass sie Angelina heißt, hat mir einen kleinen Fit zugeschickt, ohne Schuhe. Aber wir müssen ja hier auch die Frauenquote ein bisschen oben halten und da ist nicht so viel Auswahl bei mir. Ich weiß, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum mir keine Frauen folgen. Bro, die Frage stelle ich mir seit Jahren. Vielleicht liegt es daran, dass ich dann doch eher so Mans Fashion Kram mache. Die hat uns was zugeschickt hier und ich muss ganz ehrlich sagen, Angelina, ich glaube, das ist gerade so der Casual Girlfit, so wenn du irgendwelche Girls siehst im Alter zwischen 17 und 23, dann haben die wahrscheinlich genau das an. Ja, das ist ein armbarer Fit auf jeden Fall. Ist ein armbarer Fit. Wir haben hier. Ich finde das Festnetztelefon neben dem Spiegel eigentlich am geilsten. Stimmt. Ganz, ganz wichtig. Da ruft man selten. Ruft gerne mal jemand auf zu Hause mal noch an. Ey. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Entspannte Hose, Crop Top und so eine Zip-Jacke von North Face, glaube ich, hat sie geschrieben. Mhm. Also wirklich absoluter Basic Fit. Macht man nichts falsch mit, aber haut mich jetzt auch nicht aus den Socken. Deswegen würde ich hier ganz boring auch einfach nur eine 5 von 10 geben, so eine Mittelwertung. Ja, ich find's ganz angenehm. Ich mag den Style bei Frauen tatsächlich, auch wenn es armbar ist und viele vielleicht auch ähnlich rumlaufen, aber für mich gibt es da eine 6 von 10. Alter, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber zu Noah Nelson Nash oder Noah Nash auch genannt. Ganz wild hier. Ich gehe mal ganz kurz den Fit durch. Hat er mir nämlich gesagt, was er da anhat. Die Baklava ist von Vinted. Baklava. Es schmeckt auf jeden Fall gut. Sonnenbrille, weiß er nicht. Unterhemd ist von Uniqlo. Die Jacke von ADR, das wissen wir ja mittlerweile. Die Hose von Marc Jacobs und die Schuhe sind klassische Air Force. Ich überlasse dir mal hier das Feld. Also ich mag die Hose, ich mag die Farbe von der Hose und auch den Fit, finde ich cool, fühle ich. Jacke ist auch sehr geil, ich muss ehrlich sagen, ein bisschen kotzt es mich an, dass wir die nicht gegrabt haben. Grüße gehen raus an der Stelle hier. Genau, die Balaclava, es ist ja immer so eine Sache, ich finde es ganz funny, aber irgendwie auch nicht. Also ich, keine Ahnung, ich kapiere den Trend. Sagen dir Furries was? Furries? Nee, sag mal. Das ist ganz, also no front jetzt hier an die Stelle, aber das ist so ganz weirder Shit, so aus der Cosplay-Ecke. Okay. So Leute, die sich als so Tiere in Menschengestalt, also so Hunde im Aha. Okay. Und das hat auch ganz oft was mit so weirdem Sex-Shit zu tun, jedenfalls relativ regelmäßig. Und
hier auf jeden Fall die kleine Bärchenmütze. Das ist der Fashion Furry hier. Der Fashion Furry. Der Fashion Furry hier am Start. Aber gab es da nicht auch so Kontroversen bei Balaclavas jetzt irgendwie? Das ist auch ein bisschen schwierig wegen kultureller Aneignung oder so oder religiöser Aneignung? Boah, nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Okay. Ich weiß nur, dass Moncler, glaube ich, das war, die haben so Balaclavas rausgehauen in schwarz mit so dicken roten Lippen drauf. Ah, ja, und das ja, geht ja, natürlich gar ja. nicht. Gut, kommen wir zurück zum Fit. Ich finde es stabil. Die Hose geht mir sehr gut rein. Ich finde die Jacke auch echt stabil. Mhm. So all over, die ganze Kombination gefällt funny, mir auch. Ja. Ist halt funny. Ja. Ist eine starke 7,5 von 10. Ja, ich hätte jetzt auch eine 7 von 10 gegeben tatsächlich. Also ich könnte nicht so rumlaufen, aber also einfach, weil ich es halt selber nicht so fühle. Aber ich finde es stets gut und ja, 7 von 10. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum König von Gorpcore, aka Techwear. Mike fucking Lewowski hat uns hier auch was zugeschickt. Kollege auch, der immer ganz frech auch am Layern ist, so wie es halt sein muss. Wir können mal ganz bisschen fit durchgehen. Die Jacke ist von Engineered Garments. Die Unterjacke, ganz wichtig, zwei Jacken auch anzuhaben, ist von Bay Borre. Dann der Pullover unten drunter von Viswim, habe ich gehört, ist ganz günstig auch. Mhm. Der Schlüsselanhänger, wenn ich das richtig sehe, ist von Index System. Die Hose ist von Needles und die Schuhe, absoluter Banger, ist Anderson Bell in Kollabo mit Essex oder Essex in Kollabo mit Anderson Bell. Du sagst jetzt gar nichts zu den Schuhen. So ein schöner Schuh, Alter. Ich habe den ungefähr zweimal getragen, nachdem ich mir gekauft habe. Dann war er weg. Genau. Geiler Fit, finde ich sehr nice. Fühle ich komplett. Also liegt auch daran, dass ich einfach gerade diesen Style sehr mag. Und es gibt Leute, die können das richtig gut, solche Sachen kombinieren. Und Mike ist einer davon, muss man wirklich so sagen. Der hat da auf jeden Fall ein gutes Gespür für. Überzeugt mich komplett, gibt es von mir eine 9 von 10 tatsächlich. Würde ich mich exakt genauso anschließen. Ich bin auch großer Fan gerade so von diesen Farbtönen, aber auch dieser ganz oft ja auch nachhaltige Ansatz. Also mit diesem Style geht ja auch so ein bisschen Lifestyle mit einher. Fühle ich deswegen und wird hier auch sehr gut wiedergegeben. Also auch von mir eine 9 von 10. Und bin mal gespannt, wie groß dieses Thema noch wird. Weil irgendwie schwelt es die ganze Zeit so. Und ich habe das Gefühl, entweder das poppt irgendwann komplett oder halt auch einfach nicht. Na, man wird sehen. Also ich habe auch so ein bisschen Gefühl, das stagniert gerade so. Aber das ist ja auch so eine kleine Bubble, in der wir das wahrnehmen. Ja, ich glaube, da dissoziiert man auch ein bisschen. Ja, kommen wir zum zweiten Girl hier in der Runde. Ah, ja. Und zwar Eve.wv. Ich habe leider den Namen von ihr vergessen. Mhm. Die hier auch einen sehr typisch weiblichen Fit, würde ich sagen, raushaut. Also auch die Jungs, die wir bis jetzt hatten alle so Styles, die man sehr gut so einer Bubble Armbar zuordnen konnte, aber auch hier wieder Armbar. Der klassische khaki-farbene Trenchcoat, der sehr hart kommt hier in Kombination mit dieser Tacky-Jacke. Dann so ein kleiner so Seidenschal-mäßig, eine ziemlich weite Blue Jeans und dazu so Boots. Auch hier wieder, und das finde ich so bemerkenswert, auch, und das ist was so im weiblichen Style-Spektrum sehr oft sehr gut umgesetzt wird. Wahrscheinlich aus sehr wenig Geld wieder sehr viel gemacht. Also ich weiß jetzt nicht von welcher Marke die jeweiligen Teile sind, aber ich glaube, dieser komplette Fit, ohne mich jetzt hier weiter aus dem Fenster lehnen zu wollen, kostet bestimmt nicht mehr als 250 Euro oder sowas. Ja. Und da haben wir andere Kandidaten hier schon drin gehabt, die mit mehr Geld wahrscheinlich heftiger reingeschissen haben. Also geht mir sehr, 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 sehr gut rein. Was sagst du? Ja, finde ich gut, sehr angenehm. Also ich persönlich finde den Schal jetzt, also kannst du nochmal das andere Bild? Ja. Die Bag ist auf jeden Fall auch wild. Die Bag ist sehr wild, ja. Keine Ahnung, was das ist. Kann vielleicht jemand in die Kommentare schreiben. Also ich finde es sehr geile Pieces einzeln und auch zusammen, gerade so die weite Baggy, die weite Jeans mit dem Mantel und den Boots kommt sehr geil, finde ich sehr gut. Auch diese Kreolen, die sie drin hat, passen sehr gut zum Fit. Also alles in allem sehr stabil. Also finde ich sehr gut, gefällt mir gut. Sehr gut, das finde ich auch. Dann würde ich sagen, Wertung, stimmt, fuck, eine Wertung muss man noch abgeben. 8,5. Bei mir eine 7,5 von 10. Alter, okay, hier wird aber ganz tief gepokert. Kommen wir zum nächsten Kollegen, und zwar Jotanan. Das wird auch der letzte hier in der Runde werden. Wir können mal ganz kurz den Fit durchgehen. Rickschuhe sehen wir auf jeden Fall schon mal. Dann ist es wohl ein Vintage-Skirt, Blazer von seinem Vater, irgendein komisches Kapuzending und noch eine Lederhose dazu. Auf Hexenmeister hier angelehnt, auf jeden Fall. Baby Blocksberg in ganz düster. Ja, guck dir den Kollegen mal an. Der hat auch dieses, die gute Kellerbohr, ne? Nur vorne an der Stelle hier, aber der hat bestimmt schon den ein oder anderen Zaubertrank zusammengemischt. Aber ich muss sagen, auch wenn ich das nie so tragen würde, ich finde die Kombination aus dem Blazer und dem Skirt extrem nice. Richtig, richtig geil.
Und der Vibe passt auf jeden Fall auch so mit der ganzen Szenerie noch dazu. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr stabiler Fit. Finde ich auch. Ist, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Absolut was, was ich niemals so tragen könnte und würde, weil es überhaupt nicht mein Grind ist. Same. Aber die Sparte, die er da bedient und wie er es umgesetzt hat, finde ich als Laie, der jetzt nicht so krass in diesem Style-Ding drin ist, gut. Und deswegen gibt es von mir auf jeden Fall eine 9 von 10. Und genau in der Wertung schließe ich mich an, beziehungsweise würde das schon gerne honorieren hier mit einer 9,2 von 10, weil das ist schon wirklich, ganz oft hast du ja dann so Leute, die so übertreiben, die so Full-Fit-Rick und dann noch ein bisschen Ralph und nur so High-Fashion-Scheiß machen. Und das finde ich dann schon wieder so, ja, Bro, ist cool. Aber er zeigt halt, dass er trotzdem auch noch Elemente mit reinbringt, die jetzt nicht von Yamamoto sind, zum Beispiel der Rock, sondern halt einfach irgendwas, was er gethriftet hat. Und das geht mir sehr gut rein. Freunde. Ging es euch gut rein, ist die große Frage, die sich hier stellt. Was war euer Favorite Fit? Und habt ihr Bock, in Zukunft noch mehr so Kram zu sehen? Wir nämlich schon, weil es dankbar. Genau, und vielleicht sogar dabei zu sein. Das wäre natürlich auch schön. Also lasst uns gerne Feedback da, wie ihr die Fits seht von den einzelnen Personen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Quick and Dirty können wir jetzt auf jeden Fall auch wieder öfters machen. Wir haben Bock. Und nicht vergessen zu abonnieren, uns auf Instagram zu folgen. As usual ist hier eingeblendet. Und wir wünschen euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, würde ich sagen. Und sind raus. Aber sind wir doch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Macht's gut. Freunde, bleibt gerade. Und nicht vergessen, Paulaner Spezi Zerro. Meine ist schon leer. Zerro, beste Leben. Sie schmeckt auch ganz ordentlich.